Schön. Das hatten wir lange nicht mehr. So einen Abend zu zweit. Schön. Ach. Wir müssen reden. Worüber denn? Ist es denn wichtig? Ich meine... Du möchtest also wissen, was ich in der Nacht von Samstag auf Sonntag gemacht habe? Deine Mutter hat mich gesehen. Scheiße, los, versteck mich. Was denn? Sag jetzt nicht, das ist Ute. Nein, das ist schlimmer, das ist ihre Mutter. Das ist nicht dein Ernst. So, wir müssen hier weg. Sie darf mich hier nicht sehen, mit dir. Bist du sicher, dass sie sich nicht hat klonen lassen, damit sie überall gleichzeitig sein kann? Warum rufst du an? Ich werde gerade verhört. Echt? Ich auch. Ich habe nichts getan, was ich dir nicht erzählen könnte. Oh, die Fahrt in der Geisterbahn. Ich glaube nicht, dass wir das erzählen sollen. Ja, du hast recht. Du hast deinen Kopf die ganze Zeit vor lauter Angst unter meinem Pullover versteckt. Ja. Wobei, es war schon lustig, wie du dann... Ja, und genau darum glaube ich, dass wir diese Geschichte besser nicht erzählen sollten. Sag mal, Christoph, mit wem hast du mich eigentlich gesehen? Wie heißt der Unglückliche? Er heißt Christoph. Er ist Oberarzt. Gynäkologe. Und jetzt rate doch mal, wo wir uns kennengelernt haben. Nein, er ist nicht mein Liebhaber. Was für ein blödes Wort. Er ist ein Freund. Ja, was ist denn schon dabei? Darf nicht einfach einen Freund haben, der nichts weiter ist als ein Freund? Ach, natürlich ist er nett. Aber irgendwie auch süß. Manchmal. Manchmal irgendwie süß. Das ist ein Kompliment, das Männer hören wollen. Er ist schon lange ein Freund. Ja, ja, wir haben quasi die ganze Nacht miteinander verbracht. Aber nein, genau das haben wir nicht gemacht. Wusstest du, dass ich es bin? Hätte ich es gewusst, wäre ich vorher ausgezogen. Ach, Quatsch, Ute. Sie ist doch nicht meine Geliebte, sie ist eine Freundin. Wir haben uns entschieden. Keine Treffen mehr und keine Anrufe. Also, mach's gut. Du legst ja gar nicht auf. Doch, jetzt lege ich auf. Wann genau?